Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Ghost Recon Wildlands, einer Libertad Story Mission, und zwar der Giftkonvoi, kurz und schmerzlos. Und auch für diese Mission muss man halt Akten oder Hinweise finden, um die zu starten. Der Teil scheint die Routen für die Chemielieferungen zu enthalten. Damit sollten wir den Konvoi aufspüren und ausschalten können. Genau, und das machen wir jetzt. Deswegen lasse ich das mal ein bisschen drin. Und da sind wir auch in Libertad. Oder der Hinweis war natürlich auch in Libertad. Aber hier seht ihr, da fehlen noch zwei Missionen. Einmal der Giftkonvoi und einmal Jensen selber. Und hier sind wir, oder ich bin hier in Libertad Bravo. Wir wissen von einem Konvoi, der chemische Grundstoffe nach Okoro bringt. Sorgen Sie dafür, dass er sein Ziel nie erreicht. Alles gut, alles sauber. Genau. Aber dazu... Ne, da hinten... will ich erstmal ein Auto mit Geschütz. Oder... Minigun oder was auch immer obendrauf. Für den Notfall. Der Konvoi fährt hier immer im Kreis. Und wartet sozusagen, erledigt zu werden. Ihr müsst da nicht hinterher flitzen, euch den Arsch abschießen lassen oder euch abhetzen und Schweiß aus dem Arsch strömen lassen. Nein, das war, ich wollte das mit dem Blut nicht sagen. So, also ihr müsst euch hier nicht irre machen lassen von diesem scheiß Konvoi. Wie ihr seht, der hat jetzt, also der ist jetzt auf die andere Flussseite gewechselt. Der fährt aber in unsere Richtung, also in die Richtung, in die wir fahren, fährt der Konvoi auch, aber auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Und, oder ja, Fluss, ja, so ein Fluss ist irgendwie. Und der dreht irgendwann nach rechts, also der biegt nach rechts ab, fährt dann hier auf diese Straße sozusagen, die hier im Kreis geht, und kommt uns hier entgegen. Aber hier sind ziemlich viele, ja, Gegner. Hier unten zum Beispiel, da hat man ja auch Santa Blanca und Unidad hier auf diesem Ölfeld. Hier ist auch nochmal Unidad. Und es muss nicht sein, dass man die direkt bei denen vor der Haustür wegbombt. Deswegen habe ich mir hier einen schönen Platz gesucht. Weit weg von den Basen oder von den verschiedenen Feinden. Da seht ihr, der Konvoi flitzt da rum. Und ich laufe ziemlich weit nach vorne und werfe jetzt C4 auf die Straße. Warum, zeige ich euch gleich. Ja, da kommt schon ein Auto. Und nochmal einen hier hin in die Mitte. Aber ein bisschen zu weit auseinander. Das C4. Ey, die machen wieder akrobatische Sachen, die KI-Leute. Lasst sie einfach weiterfahren, die Leute. Warum ich mein Auto hier auf die Straße gesperrt gestellt habe, weil ich sie gesperrt habe. So, hat sie fast gereimt. Und ich will nicht, dass die Autos in die Richtung weiterfahren. Weil, oder so wenig wie möglich. Weil ich nicht möchte, dass die bei der Explosion mit draufgehen. Aber... Feindaktivität. Oh. Da kommt... Auf Zivilisten achten. Wir wollen ihn nicht versehentlich töten. Da war ein Leutnant. Santa Blanca Leutnant. Und zwar, die aus dieser Richtung kommen, sollen eigentlich durchfahren. Damit sie nicht die Straße blockieren. Und nicht mit im Explosionsradius stehen bleiben, die Autos. Aber meine... Jetzt haben sie sich erschreckt, die Leute hier, ne? Wenn wir rumschreien. So. Auf dem Rücksitz. Super Idee. Nein, der nette Kollege hier mit dem grünen Punkt auf dem Kopf, also nicht der Blaupunkt, der grüne Punkt, das ist der Vegetarier hier unter den Rebellen, der blockiert mir hier zu sehr die Straße mit seinem Auto, deswegen habe ich das, sein Auto erstmal weggefahren. Und dann postiere ich mich hier in der Botanik, im Grünen sozusagen, bei den grünen Punkten, und warte, bis der Konvoi kommt. Und der ist sehr anhänglich hier, mit seinem Topflappen am Kopf. So, und da kommt auch schon der Konvoi. Ich habe ein bisschen die Zeit rausgeschnitten, weil es ja abnimmt, hey, das sind Feinde.
Jetzt läuft er da echt dahin? Das ist ja scheiße. Das wird das zerstört. Ich will hier ein weniger. Hilft mal doch ein hübsches Feuerwerk. Dann sind wir wohl fertig. So, Konvoi platt. Ich habe mit C4 in die Luft gejagt. Das vorderste Auto nochmal mit einer Unterlaufgranatwerfer. Und zwar wollte das Auto um mein Auto herum fahren und musste stehen bleiben, weil der Konvoi entgegenkam. Schwein gehabt, würde ich mal sagen. So, und dann war es das schon hier mit der Mission Gifttransport. Und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um euch mein Video anzugucken. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Dafür ein Abo für beides umso mehr. Vielen Dank an euch alle und auf Wiedersehen. Tschüss.